Es war bis vorhin ein richtig umkämpfter, spannender Bundesligaspieltag. Jetzt hat es Mucke geschafft. Er führt mit 3 Punkten in der globalen Statistik und mit 5 Toren. Es hat richtig, richtig doll weh. Welche Partien wir alle gezeigt haben an diesem Wochenende, die gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Ihr könnt euch das ja auf unseren Kanälen anschauen. Volle Konzentration heißt es jetzt für mich einfach. Mit Hoffenheim hier auf Schalke was zu reißen. Mucke hat Anstoß. Ich greife an. Totaler Angriff. Es wird eine schwere Aufgabe, aber ja. Aber den Vorteil, den du haben wirst, ist das Stadion. Ich mag diese Schattenspiele nicht. Ja. Und ich muss jetzt einfach was liefern. Ich muss jetzt was liefern. Mucke hat eine brutal gute Chancenverwertung. Das ist einfach heftig. Also ich glaube, wenn man ausrechnet, 80% deiner Schüsse, die aufs Tor gingen, sind auch reingegangen. Und das muss man Mucke erstmal nachmachen. Und ihr wisst, ich bin eher für den Chancentod hier zuständig. Da habe ich jetzt echt zu tun. Okay, 3 Punkte erstmal. Heißt es hier aufholen. Und dann zumindest von den Toren her wahrscheinlich noch hinten liegen, aber etwas verkürzen. Oh! Ihr schreibt mal in die Kommentare, ja, was glaubt ihr denn, wie geht dieses Match aus? Gibt es hier wieder so viele Treffer? Also vorhin ja 9 Buden. Abseits, er pfeift abseits. Nerv davor für FIFA und er davor für die reale Begegnung. Alle, die hier mittippen, werden am nächsten Bundesliga-Spieltag im Video erwähnt. Und wer dann auch noch den meisten Tipps richtig gelegen hat, der wird unser Tippkönig. Boah, da fliegt er Bolo. Eieieiei. Drüber. Der flog nicht nur drüber, der flog außer Feld, die Zarena. Na, fast durchgesetzt. Schalke ist offensiver. Ja. Das hat Hoffenheim jetzt gut gemacht. Und dann schlecht. Ja, der Bach. Tom geht hier volles Risiko. Ja. Schade. Oh nein! Schön leben, verkackt das hier nicht schon wieder. Also, ich bin ja richtig auf 180. Wie, lass den mal laufen. Wenn ich den Ball habe, dann musst du nicht abseits pfeifen. Ah, gut durchgesetzt. Ah, nicht schlecht. Hoffenheim! Mit einer Möglichkeit. Die hätte Mucke wahrscheinlich schon wieder reingemacht. Ah, nicht jetzt super gesehen. Den hätte ich reingemacht. Elfmeter. Elfmeter? Was? Es ist der dritte Elfmeter und alle drei hat Mucke verursacht. Ich gucke jetzt, ich habe nichts gesehen. Das war gar nichts. Ja. Ach, leck mich. 2 von 3 Elfmeter habe ich reingemacht. Damit habe ich in der Bundesliga die meisten Elfmeter verwandelt. Ja, schön. Und auch die meisten Eigentore. Da führe ich auch noch. Insgesamt aber Mucke natürlich jetzt noch mit 4 Toren in der Tordifferenz vorne. Er hat plus 4. Ich habe eine minus 4 stehen. Weil der dritte Elfmeter, so viel hast du noch nie an einem Wochenende verursacht. Nee. Es ist schon heftig. Ja, vor allem der war gar nichts. Und der erste, der war auch nichts. Der war auch nichts, nee. Der zweite gestern in heute Mittag in Gladbach. Bitte. Aber der. Mir reicht's jetzt. Jetzt reicht's. Tja, dann. Freu dich mal, irgendwann so gegen mich zu verlieren, wie ich zuletzt gegen dich. Vergiss es.
Oh. Ja, ja, genau, genau, genau. So, rot vom Platz hier, der Penner. Komische Vogel da. Die Stimmung ist noch gut. Oh. Oh. Ich dachte, der geht rein. Ich ganz ehrlich. Ich sage, Ecken sind nicht meine Stärke. Mann! Jetzt. Der Ritter. 7-1 Schüsse. Hallo, oh ey. Ihr wollt doch den Ausgleich oder was, hä? Aber der war noch nicht weg. Ich hasse euch. Immer diese Scheißfehler. Ja! 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 Es ist so klar. Ich habe gesagt, ihr wollt den Ausgleich, ne? Es gibt. Mann! Komm. Das hatte ich zum Glück gesehen. Oh, das darf nicht wahr. Oh, nein, nicht aufregen. Renn, 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 renn! Ey, der war noch! Der war. Du bist so ein Arschloch. Ja, schenk den Ball her, du. Passt. Fuck! Mann! Oh! Ey, schön neben, Alter, wenn ich dich mal treffe, ne? Gut, dass das so ein NPC ist. Ich kann ihn auch mit Spieler hier umhauen. Oh, der ist auch noch verletzt. Naldo sieht gelb. So, jetzt sehe ich zumindest, wer verletzt ist. Gut. Och, lass doch laufen. 1-1. Oh, jetzt habe ich schon weitergeklickt. Spielinfo nochmal gucken. Mucke überlegen. Ah, müssen wir nichts durchgehen. Überall überlegen. Okay, oh. Geht weiter. Geht weiter. 1-1. Nein, ich will nicht auswechseln. Leck mich. Ich will hier Spiel fortsetzen. Ja, komm, jetzt ist aber Schluss. Reinaldo sieht auch noch gelb. Ja, ja, der hatte gelb gesehen. War, genau, stimmt. Wegen dem, der hat ja den Freistoß verursacht, ne? Genau. Setzt sich keiner mal durch. Bewegen sich auch scheiße. Abseits. Hoppala. Dankeschön, vielen Dank. Es ist peinlich. Du sollst spielen. Eieieiei.
Also Schönleben ist nicht mehr so dein Ding. Schönleben hasse ich. Aber ich habe ja immer gesagt, Schönleben sorgt für Scheißleben. Oh. Der jetzt angekommen. Das wäre ja geil gewesen. Das passt. Ich bring auch den Torwart um, wenn es sein muss. Mach das. Ah! Jetzt geht's hier wunderschön hin und her. Das war gut. Genauso wollte ich den tatsächlich. Nochmal! Oh, ich hasse euch! Ich hasse euch einfach nur noch. Mann, das ist doch scheiße. Nein. Nein, ich beruhige mich wieder. Den hau ich jetzt erstmal um. Geh weg da. Ja. Oh. Alter, bist du. Schade. Endlich kam auch mal wieder was von Schalke. Die Ecken verhinderst du mittlerweile sehr, sehr gut. Also ich komme zu kaum einem Kopfball. Jetzt habe ich fast gegen den PC getreten. Ja. Ich erkenne die Spieler gar nicht mehr. Scheiß Schatten. Du bist doch lächerlich. Oh, scheiße. Jetzt Hoffenheim los, totaler Angriff nochmal. Es läuft ja aber auch keiner. Oh, getunnelt, Schwein gehabt. Oh, ich... Mann, und dann so ein Kackpass. Oh, Schwein gehabt. Ui. Okay, da flog das Pad und die Hand gegen den Kopf. Würde ich jetzt mal tippen. Ah, ich habe in die Hände geklatscht. Der Kopf musste vorhin schon genug leiden. Ja, ja, ja. So, noch 6 Minuten. Ich stehe immer noch unentschieden. Ist schon krass. Erst so eine krasse Nummer in Gladbach mit 9 Toren und jetzt... Fällt hier höchstwahrscheinlich ein Unentschieden. Nix da. Ich kauf dir kein neues Pad, ich schwör's dir. Ich kauf dir kein neues. Hand! 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 Hand!
Alter, das war Hand, du Penner! Warum spielst du nicht weiter? Das war Hand! Du dreckiger kleiner Wichser, das war Hand! Nee, Alter! Das war ganz klar verhindert mit der Hand einer Torschance, du kleiner dreckiger Nerd, du boah! Ach, fick dich, Alter. Nee, 1-1, aber fick dich, Schiri. Fick dich, Schiri. Das war sowas von Hand. Stinkender Wolle Proppen, ey. Scheiß Schönle. Was für ein Leben versaut, du Penner. Von den Werten her sehen wir, Amucke hatte leichte Vorteile. Mehr Ballbesitz, mehr Chancen, Schussgenauigkeit, besser Passgenauigkeit auch. Insgesamt muss man sagen, Glückwunsch, Mucke, du führst jetzt. Also danke. Mit 3 Punkten und 5 Toren. 5 Toren, ja, meine Güte, okay. Ah, das tut immer noch weh, ihr habt es gemerkt. Ich habe das noch nicht ganz verdaut. Ich hoffe, das sieht nächste Woche anders aus. Da geht es ja erstmal mit dem DFB-Pokal weiter. Das heißt, es wird keine allzu große FIFA-Pause geben. Wir sehen uns dann, ja, ab Dienstag, glaube ich, wieder. Am 28.02. sehen wir uns wieder. Da wird gezeigt, Frankfurt, Bielefeld. Und ja, Dortmund-Lotte können wir leider nicht zeigen, da okay. Lotte nicht da ist. Aber dafür gibt es dann noch Hamburg gegen Gladbach und Bayern gegen Schalke. Genau, freut euch drauf. DFB-Pokal, das war ja zuletzt meine Stärke. Vielleicht kann ich das dann wieder beweisen, um mich für den nächsten Bundesligaspieltag schon mal warm zu schießen. Also, schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.